freue mich sehr, Sie auf der zweiten Münchner Integrationsmesse herzlich begrüßen zu dürfen. Veranstalter ist die Akademie der Nationen unseres Caritasverbandes. Ein gutes Miteinander und eine ernst gemeinte Teilhabe gelingt nur, so ist unsere Überzeugung, durch Toleranz und Offenheit für andere Lebensentwürfe. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dies zu schaffen. Und dazu gehört es, erstens, Räume für Begegnungen zu bieten, zweitens, Einsatz zu zeigen gegen Diskriminierung und Abwertung und drittens, Position zu beziehen für eine offene und wirklich menschenfreundliche Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die Vielfalt als Bereicherung versteht. Denn für eine offene, vielfältige und solidarische Gesellschaft benötigt es Netzwerke. Es braucht viele engagierte Kooperationspartner und wir sind froh, dass es die hier in München gibt. Für Menschen, die erst vor kurzem nach Deutschland gekommen sind, ist es von Vorteil, dass es in einer Großstadt wie München ein so großes, breites Angebot an Einrichtungen und Beratungsstellen gibt. Andererseits ist es aber auch schwierig, sich in dieser sozialen Landschaft zu bewegen. Wohin soll ich mich wenden? Worauf habe ich Anspruch? Wen kann ich fragen, wenn ich etwas nicht verstehe? Damit diese Unterstützungsvielfalt für die zugewanderten Menschen eine Bereicherung ist und sie sich in der sozialen Landschaft bewegen können, sind eine gute Abstimmung und ein gutes Netzwerk der sozialen Träger und Anbieter notwendig. Und für uns, aber vor allen Dingen auch für diese Veranstaltung, ist eine besondere Ehre und auch Anerkennung, dass Oberbürgermeister Reiter die Schirmherrschaft für diese zweite Integrationsmesse übernommen hat und dass Sie, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Strobel, heute hier sind bei dieser Messe und auch zu uns ein Grußwort sprechen wollen. Herzlichen Dank. Für die Stadt München ist so eine Messe natürlich von enormer Bedeutung. Sie wissen ja, München hat eine Tradition, was das Thema Migration anbelangt. Zurzeit leben in München ein bisschen mehr wie 42% Münchnerinnen und Münchner, die Migrationshintergrund haben. Natürlich mit ganz unterschiedlichen sozialen, kulturellen Hintergrund, das ist klar, aber es sind 42%. Aber wir in München versuchen, alle, die zu uns kommen, vom ersten Tag an, das ist uns immer ganz wichtig und das ist auch Beschlusslage des Münchner Stadtrats, tatsächlich in unserer Stadt zu integrieren. Und das gelingt natürlich nur, wenn wir viele Akteurinnen und Akteure haben, die da mitmachen, mit ihren Projekten, mit ihren Ideen, mit der Vernetzung, die in München stattfindet. Unsere Stadt wäre eine andere, wenn es die Zuwanderung nicht gäbe. Und dafür ein letztes Beispiel, weil ich das immer so bringe, weil man das sich vor Augen halten muss. Wir haben von Seiten der Stadt auch Altenheime, Münchenstift, und wir könnten kein einziges Altenheim mehr in Betrieb halten, wenn wir nicht unsere Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund in diesen Heimen hätten, die dort arbeiten. Applaus